Hallo, ich zeige euch heute, wie man beim VW-Motor AQN, das sind 5 Zylinder, die Stabzündspulen wechselt. Folgendes Szenario, Motor ist warm und geht in Notlauf. Fehler wurden ausgelesen, Verbrennungsaussetzer erkannt. Genauer, Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 5. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schließe ich aus, dass es an was anderem liegt als an den Stabzündspulen. Ganz einfach. Wir sehen hier unsere 5 Stabzündspulen, welche mit diesen Steckern befestigt sind. Jetzt haben wir hier Zylinder 1, Zylinder 2, Zylinder 3, 4 und 5. Warum wir von links das Zählen anfangen? Ganz einfach. Das ist ein Automatikfahrzeug. Wäre es keins, hätten wir die Kupplung hier auf dieser rechten Seite von vorne, also auf der Fahrerseite. Und gegenüber von der kraftabgebenden Seite wird angefangen zu zählen. Heißt, auf dieser Seite Zylinder 1, hier Zylinder 5. Jetzt wurde der Fehler auf Zylinder 5 angezeigt. Heißt, wir haben Probleme mit dieser Spule eventuell. Oder eben mit der Zündkerze. Oder Kompression oder sonst was. Wie schließen wir jetzt andere Faktoren aus? Ganz einfach, wir nehmen uns diese Spule hier, ziehen die ein Stück raus. Es gibt auch einen Stabzündspulenabzieher. Habe ich bisher aber noch nie gebraucht. Ziehe den mal ein Stück raus, löse dann den Stecker, indem ich diese Nase zur Seite drücke. Mit einer Hand geht das Ganze eher suboptimal. Da haben wir die Kamera jetzt erstmal beiseite gestellt. So, Stecker ab, Zündspule raus. So, was mache ich jetzt? Ich nehme die Spule von Zylinder 5, lege sie beiseite, nehme noch eine andere, beispielsweise hier Zylinder 4. Selbes Prinzip, Stecker lösen, Spule raus. So, jetzt tausche ich die beiden aus. Heißt, die hier rein, die von Zylinder 5, die den Fehler eben auch ablegt, zu Zylinder 4. Jetzt fahre ich danach eine kleine Runde, natürlich alles ordentlich wieder anschließen, Haube zu, kleine Runde fahren, wird wieder dasselbe Problem sein, wird wieder in Notlauf gehen. Danach Fehler auslesen, war der Zylinderfehler bei Zylinder 4. Heißt, das ist definitiv die Spule, die defekt ist. Wäre der Fehler jetzt noch geblieben auf Zylinder 5, könntet ihr erstmal die Zündkerze rausschrauben, euch die Elektroden von unten anschauen, eventuell die Zündkerze tauschen, beziehungsweise auch mal durchtauschen und schauen, was dann rauskommt dabei. In dem Fall hatte ich eben Glück, Fehler war auf Zylinder 4. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich dann noch die vierte Zündspule auf Zylinder 1 gesteckt, Fehler war auf Zylinder 1. Um ganz sicher zu gehen, von Zylinder 1 wieder auf die 5 zurück, Fehler war auf Zylinder 5. Die Zündspule kostet bei VW, ich glaube um die 80 bis 90 Euro. Demnach habe ich eine von NGK für 24 Euro plus 5 Versand bei einem eBay-Shop bestellt. Vielleicht noch eine zweite dazu, damit sich das mit dem Versand lohnt, falls in der Zukunft irgendwann wieder eine kaputt geht. Die neue sieht aus wie die alte, nur in schön, glänzt noch alles, alles neu. Wichtig auch die Teilenummer vorher vergleichen, dass das Ganze auch passt. Ich habe festgestellt, dass eine Spule, die ich bei VW gekauft habe, eine andere Teilenummer hatte, wie die, die vorher verbaut war. Liegt vielleicht daran, dass eben noch ein Update später kam, irgendwelche Veränderungen vorgenommen wurden, aber ansonsten funktioniert die genauso. Die Teilenummern von den neuen und von den alten Spulen werde ich euch noch unten in die Infobox schreiben. Aber jetzt tauschen wir erstmal das Teil aus und schauen, ob der Fehler danach behoben ist. So, wir haben vorhin die fehlerhafte Spule von Zylinder 5 in Zylinder 4 gesteckt. Heißt, die Spule kommt jetzt raus und die neue kommt rein. Natürlich auch darauf achten, wie rum man sie reinsteckt. Die Nase hier auf die linke Seite, wenn ihr vorm Fahrzeug steht, weil am Stecker die Rastnase natürlich auch auf der linken Seite ist. So, Spule rein. Ich drücke sie noch nicht ganz fest. Mache den Stecker drauf. Und dann mitsamt Stecker da rein. Macht auch ein Geräusch. Dann wisst ihr gleich, aha, die ist drin. Also es klickt leicht und es macht so ein leichtes Unterdruckgeräusch, weil im Zylinderkopf nochmal eine Dichtung dafür da ist, dass da kein Wasser reinkommt.
So, jetzt stecken wir die wieder fest. Jetzt noch ganz wichtig, der Stecker drüben natürlich auch nicht vergessen. Nochmal auf alle drauf drücken, dass auch alles schön fest ist. So. Haube schließen. Und die Testfahrt kann beginnen. Er läuft auf jeden Fall jetzt auch im kalten Betrieb schon mal schöner als vorher. Ihr seht es auch an der Drehzahl, bleibt konstant bei ca. 820 Umdrehungen pro Minute. So, jetzt lief er 15 Sekunden, jetzt läuft er noch merklich ruhiger. Jetzt fahren wir mal eine Runde, fahren das Fahrzeug schön warm. 10 Kilometer würde ich jetzt mal sagen, sollten auf jeden Fall ausreichend. Und schauen, was passiert. So, kurze Zwischenmeldung, nach 4 bis 5 Kilometern funktioniert alles wunderbar. Die Vibrationen sind auf jeden Fall weg, weil das war ja die Hauptursache, wo ich festgestellt habe, oh, irgendwas passt nicht. Erst ein paar Sekunden später ging dann die Motorkontrollleuchte an. Vibrationen beim Beschleunigen sind gleich null. Der Verbrauch ist jetzt nicht mehr bei 13, irgendwas Litern wie vorher, sondern bei viel weniger. Demnach kann ich sagen, es lag anscheinend definitiv nur an der Zündspule, was ich auch erhofft hatte. Keine größeren Probleme wie Zylinderkopfdichtung oder irgendwelche Kolbenabstreifringe, dass da irgendwie Druck entweicht. War jetzt eine Sache von 25 Euro und 5 Minuten. Dazu noch eine halbe Stunde, um die richtigen Teile rauszusuchen und mich sicherzustellen, dass die Teile eben auch passen. Also alles optimal verlaufen. Ich fahre jetzt noch 10 Kilometer hier durch die Gegend, nachdem das Fahren jetzt einfach nur Spaß macht. Und dann berichte ich nochmal. Und hier nochmal zum Vergleich ein Video zu dem Zeitpunkt, bevor die Zündspule gewechselt wurde. Was man auch gut erkennen kann, sind die Vibrationen, die man am Lenkrad beim Beschleunigen spürt. So, 12 Kilometer später. Auto fährt immer noch wie soll. Das Interessante letztes Mal auch, wenn die Drehzahl zu niedrig war, war das Problem, dass er geruckelt hat. Wenn die Drehzahl zu hoch war, ist er gleich in Notlauf gegangen. Bei ca. 3000 Umdrehungen lief er perfekt. Ruckeln ist auf jeden Fall weg. Jetzt schauen wir, was wir machen, wenn die hohen Drehzahlen sind. Sagen, Test bestanden, Fehler behoben, viel Erfolg, wenn ihr irgendwann mal das Problem habt. Und noch eine weitere Info zu den Zündspulen, also in dem Fall war das ja ein AQN-Motor von VW, 5 Zylinder, 170 PS serienmäßig, hat auf jeder Zündkerze eine Stabzündspule stecken. Der Vorgängermotor davon hat eine große Zündspule mit 5 Ausgängen und eine Leistungsendstufe. Heißt, da müsste die komplette Zündspule in dem Fall getauscht werden, wenn denn der Fehler daran liegt. Da auch gern mal der Fehler, die Leistungsendstufe, die vor der Zündspule kommt. Und kann auch sein, dass da auch nochmal ein Teil der Zündspule kaputt ist und nicht die komplette. Heißt, es kann sein, dass ihr auch den gleichen Fehler habt wie ich. Ohne dass das Auto gar nicht mehr fahren würde. Wenn euch das Video gefallen hat, geholfen hat, sonst was ihr es toll fandet, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Konstruktives Feedback gerne in die Kommentare. Und jetzt steht hier gerade ein Bagger auf der Straße. Na toll. Gut. Bis später.